Ich habe angefangen 1975 bei der Tagesschau in der Zentralredaktion in Hamburg. Der Tagesschau. Der Tagesschau in Hamburg und war dort bis 1985 als Tagesschau-Redakteur, zeitweise als Dienstleiter tätig. Da gibt es zum Beispiel die Bilderberg-Konferenz, ja, alle Jahre. Ja. Dort treffen sich die knapp 1000 Reichsten dieser Welt, ja, mit Politikern und Medienleuten. Ja. Wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel im ZDF diese Satire-Sendung Die Anstalt, ja, oder auch andere Satire-Sendungen, ja, heute den Charakter echter Nachrichtensendungen haben. Eine höhere Glaubwürdigkeit genießen. Ja, natürlich. Ja. Aber ich bin daran ich verstehe es. Nicht, daran kann man doch wunderbar sehen, wie vollkommen verkehrt diese Welt geworden ist inzwischen. Mhm. Wenn es so weit kommt, dass ein Satiriker die reine Wahrheit verkündet und der Tagesschau-Mensch im Grunde genommen den Fake vermittelt. Ja. Ja. Mhm. Aber diese Talkrunden, wo jeder den anderen überschreit und keiner zuhören will, weil jeder nur sich selber zur Geltung bringen will, ja, ich glaube nicht, dass eine Frau Will oder eine Illner oder Maischberger, ja, dass die allen Ernstes sich selbst für voll nehmen können. Was geht in einem Menschen vor, der sich vor den Bildschirm setzt und dem länger als ein paar Minuten folgt? Unser Leben wert, wenn wir glücklich sind, 80 oder 85 Jahre. Ja. In Gott, drei Teufelsnamen, wie kann man diese gute Zeit verschenken mit solchen, mit dem Verfolgen solcher Sendungen? Mhm. Dass man dafür dumm verkauft wird, das steht doch praktisch ungeschrieben oben drüber. Das sind also große Nachrichtenagenturen, die im Grunde alle ihre gleiche Quelle haben und die endet an der Spitze oben im Pentagon. Mhm. Ist das eine Verschwörungstheorie, dass die im Pentagon? Nein, gar nicht, sondern es gibt eine Studie, die ist in der Schweiz gemacht worden vor einiger Zeit, in der festgestellt wird, dass beispielsweise das Pentagon, bitte festhalten, 29.000 Vollbeschäftigte hat, die, ja, nur dazu da sind, Geschichten zu erfinden. Es ist tatsächlich so, wer im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Karriere machen will, ist gut beraten, sich einer der bürgerlichen Parteien anzuschließen, wobei klar ist, dass die Unionsparteien oder die SPD die größten Erfolgsaussichten bieten. Also wir stellen heute auch fest, wenn ich zum Beispiel den NDR-Intendanten nehme, Lutz Marmor, ich glaube, der gehört keiner Partei an. Mhm. Der ist allerdings über Parteiennetze da reingekommen, denn im Rundfunkrat sitzen ja die Parteistrategen. Mhm. Da hat man sich so lange überlegt, wen nehmen wir am besten, und hat dann einen Intendanten genommen, der ist kein Journalist, der ist Betriebswirt. Macht nun auch schon deutlich, was man von so einem Sender hält. Ja. Ein ähnliches Problem ist auch, oder eine ähnliche Erscheinung gab es auch beim WDR. Soweit ich weiß, ist Tom Burow kein Parteimitglied. Mhm. Er ist aber eindeutig festgemacht im transatlantischen Segmenten, ja, die Atlantikbrücke und überall. Ich lese von dem Chefredakteur ARD aktuell in der Betriebszeitung NDR, das Wichtigste sei überhaupt, sich kritisch zu verhalten und natürlich auch zuzugeben, wenn man Fehler mache. Mhm. Das sind wunderbare Lippenbekenntnisse, hinter denen nichts weiter steht. Es gibt eine ganze Reihe solcher Vorkommnisse, dass bestimmte Ereignisse bewusst nicht beschrieben werden. Der Herr Jauch hat für seine 30 Folgen, die er da als Sonntags-Talkmaster gemacht hat, 11 Millionen Euro kassiert. Das heißt, da kam ein Minutenhonorar von über 4.000 Euro raus, pro Minute. Oder über Arbeitslosigkeit. Die, ja, Arbeitslosenzahl ist im September um so und so viele gesunken. Es ist eine Lüge, weil das nur die registrierten Arbeitslosen betrifft und weil der Arbeitslose als Begriff nicht sauber definiert wird, beziehungsweise nach einem ganz bestimmten Regelwerk definiert wird. Mhm. Nur der ist arbeitslos, den dieses frühere, ja, Amt und die heutige Agentur, ja, als solchen wahrnimmt. Ja. Dass es daneben noch viele andere gibt, dass es in Wirklichkeit nicht 3, oder 2, so viele Arbeitslose gibt, sondern fast 7 Millionen Sozialhilfeempfänger oder Aufstocker oder Hartz-IVer, ja, also mehr als die doppelte Anzahl. Ja. Das ist doch eine Lüge, wenn man sich auf diese wenigen beschränkt. Ja. Aber es passiert. Ja. Das ist doch ganz eindeutig. Mhm. Wenn man also nicht sagt, es sind 7 Millionen, sondern wenn man sagt, es sind 2,9 Millionen, das erste Mal seit 10 Jahren unterhalb von 3 Millionen, das ist keine Nachricht, das ist eine Wertung, mhm, und noch dazu eine, die
so menschenverachtend ist wie nur irgendetwas. Ja. Und uns geht es besser. Ja. Mit Verlaub, wem bitte? Ja. Wenn man sagt, das Wirtschaftswachstum hat so und so viele Prozent zugenommen, das Bruttosozialprodukt oder der DAX oder weiß der Geier was, und nicht kenntlich macht, das Einzige, das da wirklich gewachsen ist, waren die Profite der Unternehmen und der Unternehmer oder einer Geldelite. Ja. Was aber nicht gewachsen ist, war der Hartz-IV-Mensch, der kriegt jetzt seit mehreren Jahren das erste Mal 5 Euro mehr. Ja. Ich kann ihn richtig hören, wie er vor Begeisterung über das Wachstum schreit. Das heißt doch, da wird mit Nachrichten gespielt. Es wird der Mensch verführt zu einer Vorstellung, die mit der Realität eigentlich nichts mehr zu tun hat. Das ist eine Art von Nachrichtenverständnis, das mir immer unbegreiflicher wird, wenn man sehen kann, wie auf der Gegenseite der Welt sich wirklich das ganz Schlimme ankündigt. Im Moment sagt der Amerikaner, das sei also barbarisch, dass da nun die Syrer in Aleppo und die Russen da wieder bombardieren. Das sei barbarisch. Eine halbe Stunde später übernimmt unser verehrter Herr Außenminister genau diese Formulierung, woran man schon sehen kann, was da für ein vasallenähnliches Abhängigkeitsverhältnis besteht. Und keine Stunde später kommt es in der Tagesschau, genau dieser Begriff. Mhm. Ja? Daran sieht man, wie im Grunde regierungskonform und amerikahörig unser ganzes Denken und unser ganzes Nachrichtenwesen ist. Mhm. Das kann nicht auf Dauer so bleiben. Mhm. Es wird sich irgendwann ändern. Die Süddeutsche Zeitung würde ich angesichts der Kommentierungen, die sie dort haben, glattweg als Kriegszeitung, als Belizistenblatt bezeichnen.